Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem neuen Abenteuer hier aus Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ich sehe gerade, der Herold ist wieder irgendwo. Wo ist der Herold? Da schauen wir mal auf die Karte in Gostovia. Alles klar. Alles klar, wir haben Sommer. Wir werden jetzt als erstes mal unsere Bathilda fragen, was los ist. Wie steht es unter kleinen Königreich? Das ist klar, Handwerksmaterial, die erzählst du immer dasselbe. Alles klar, tschüss. Das wird doch irgendwelcher Kuckuck, was sie wieder nicht machen können. Das ist auch so ein Quatsch, muss ich wirklich sagen. Wenn die mal keine... Die Scheune ist immer noch kaputt. Das müssen wir doch mal die Scheune uns anschauen. Wenn die mal keinen Hafer oder sowas haben, dann schreien die gleich rum, sie haben keine Handwerksmaterialien. Ja, der Dinger, na ja bitte, was ist denn? Sie haben wohl keinen Dung. Sie haben keinen Dung, der Dung ist alle, haben alles verwercht. Na, da macht er aus anderen ein Dinger. Mensch, da wird es ausgeschalten. Da ist es wenigstens weg. Wetten? Jetzt halt hin. Was haben wir hier noch? Landwirtschaft. Was machen die in der zweiten Scheune? Weiß ich nicht. Ah, hier eins ist kaputt. Was ist noch kaputt? Nichts weiter. In der Schmiede, die haben noch nichts zu tun. Schmiede 2, da fehlt das Material. Was fehlt da? Eisenbahn haben sie keine. Aber die haben doch anderes Zeug, was sie machen können. Wieso haben die keine Eisenbahn? Die Schmiede 2, da werden wir dann mal sehen, dass die hier mal ein bisschen Eisenerz machen, oder? F. Euch sagen wir mal, ihr sollt Eisenbahn herstellen. Nee. Die haben wohl kein Eisenerz mehr, oder was? So, da macht er hier Kupferbarren. Kein Arbeiter. Was in der Schmiede haben wir noch keinen Arbeiter? Oh je. Na guck an. 20 und Zinnbahn, da machen wir hier mal. Alles klar. 20, da habe ich noch gar keine Leute eingestellt. So, und dann macht er hier Bronzebahn. Aus Kupfer und Zinn macht ihr Bronze. So, alles klar. Und da gucken wir in die Schmiede. F. Leeren Slot Arbeiter zuweisen. Ich werde noch welche haben. Und zwar der Eckbert hat eine 2. Der geht als Schmied. F. Schmied. Alles klar. Und dann haben wir noch. Wo haben wir denn noch einen? Wir werden da noch so einen Kerl auftreiben hier. Wer da? Der Roderick, der hat auch eine 2. Der Semirat hat eine 2. Alles klar. Semirat. Du wirst Schmied. Schmied. Du Schmied, du. Alles klar. Haben sie zusammen. Haben sie eine 4. Macht euer Zeug. So, jetzt müssen wir schauen. Ach, haben kein Werkzeug. Gut. Was haben wir? Haben wir denn wirklich kein Eisenerz oder was? Was machen die oben in der Mine? Die machen wohl gar nichts oder was? Eisenerz haben wir noch 1, Eisenbahn haben sie 67, ist klar. Die machen das schon, wenn sie wieder welches haben, werden die schon welches machen. So, was haben sie? Dann brauchen sie Kupfer. Kupferbahn, Kupfererz, haben sie doch 161, da kannst du doch was machen. Zinnerz, was haben wir? Zinnerz. Das machen die zwei jetzt, alles klar. Die zwei neuen. Da haben wir Zinnerz, wo ist es? Ganz unten. Ist ja logisch. Da können wir auch ganz runter scrollen. Da ist jetzt nicht mehr viel. Zinnerz 103. Naja, da machen sie Zinnbarren, dann können sie Bronze draus machen. Alles klar. Gut. Und jetzt nehmen wir mal uns ein bisschen Stroh mit. Stroh, haben wir noch Stroh? Ja.
F. Mal sehen, ob das das Einzige ist, was wir bei der Scheune brauchen. Nummer auf die 2 und auf Reparatur nicht zerstören. Reparatur, naja, wir brauchen unbedingt jetzt noch eine Sitzecke. Steht nämlich, die Hälfte steht hier dumm rum und weiß ich nicht, wo sie sich hinsetzen soll. Naja, es ist noch mehr von dem Stroh kaputt. Wir machen nachher sowieso hier eine Scheune 3 draus. Gut, jetzt ist sie ganz. Alles klar, nichts mehr kaputt. Und hier, ach, der Lavendel blüht. Ne, ist das der Mohn, nicht der Lavendel. Hier haben sie zu ernten, hier haben sie den Hafer, hier haben sie Kohl zu ernten. Oh, die haben zu tun. Die haben zu tun. Na ja, gut, schön. So, jetzt bauen wir uns noch ein Lagerfeuer. Aufstehen Sie wieder. Wie auf Kommando. Stehen Sie auf und machen los. Gut, alles klar. Aber trotzdem baue ich jetzt noch eine Feuerstelle. So, alles klar. Wir müssen aber halt auf Bauen gehen wir. Was brauchen wir für so ein Lagerfeuer? Wir brauchen Feuerholz und Steine, glaube ich. Cool, da schauen wir mal hier rein. Ein paar Lampen müssen wir auch mal bauen. Was wir alles bauen müssen. Ein Steinlagerfeuer brauchen wir. 12 Steine und 6-mal Brennholz. Wenn wir das nicht haben, weiß ich nicht. Wie sieht es denn mit Brennholz aus? 1025. Wieso machen die so wenig Brennholz? Im Sommer, das hält sich gerade so die Waage. Das müsste doch eigentlich mehr werden. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. F. 6-mal Brennholz. Bestätigen. Und 12 Steine. Steine runter. Stein RS. Na, wo sind sie? Steine 423. F 12 Stück. 12. Bestätigen. Dann nehmen wir gleich mal ein paar 4 Holzstämme mit, dass wir die Bänke bauen können. Oder wie viel brauchen wir für so eine Bank? Schauen wir mal rein. Sitzgelegenheiten für so eine 2 Holzstämme brauchen wir für so eine Bank. Alles klar. Brauchen wir 8 Holzstämme. Oder zählen nehmen wir mit. Machen wir 5 Bänke. Lieber eine Bank mehr. Zähne jetzt. 10 Stämme. So, wo machen wir jetzt? Wir gehen nochmal nach Gastovia zum Dings. Zum Herold. F. So, nachher muss ich ja den ganzen Spittel mal wieder rausschmeißen. Irgendwie habe ich schon noch zu viel Zeug auf dem Wanster. So, bauen wir hier oben ein Feuer. Mal sehen, wo wir das am besten hinbauen. Hier drüben ist eins. Hierher, oder? Ja. Können wir doch hier haben, oder? Ja, jetzt bauen wir hierher. Hm? Und jetzt machen wir Sitzgelegenheiten. Hier setzen wir eine her, jawohl. Kuh. Quatsch. Kuh, hier. Was tippe ich denn laufen?
Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheit. Zwei. Kühl, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheit. Drei. Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheit. Ein Stück hin noch, so. Dahin. Und jetzt bauen wir noch hier hin. Fünf Stück. Das müsste doch jetzt reichen. Da passen nochmal 10 Mann hier ans Feuer. Sitzen hier, können hier noch mal 5 Zähne sitzen. Das ist die Sache erledigt. Genau, gut. So, in der Küche, den habe ich auch gesagt, was sie kochen sollen. Die Schmiede habe ich gesagt, was sie machen sollen. Genau. Ihr kocht und bratet hier. Gut, sehr gut macht ihr das. So, jetzt brauche ich bestimmt noch ein paar Sensen und Sicheln. Ja, wir machen noch ein paar Steinsicheln. Gucken wir mal in unser in unser Ressourcenlager, was wir drin haben. So, da müssen wir, oder Sensen, Steinsensen. Na, gucken wir mal, aus Stein können wir. Bronzesicheln haben sie, noch eine Bronzesichel haben sie. Die haben ja auch Kupfersicheln. Eisensense, Eisensichel. Da müsste eigentlich reichen. Oder? Ja. Knüppel brauchen wir nicht. Für die Schweine. Kupfersichel, Kupfersichel, Kupfersichel. PQRS. Steinspitzhacke, Steinhacke, Steinaxt, Steinhacke, Steinmesser, Steinspitzhacke, Stiefel. So, was brauchen wir denn für eine Steinsichel? Die machen wir doch in der Schmiede, ne? Ja. Dann schauen wir mal. Steinwerkzeug. Wir brauchen 4 Stöcke und 4 Steine für eine Sichel. Alles klar. Dann haben wir mal 16 Steine und 16 Stöcke und machen noch mal 4 so eine 16 Steine oder 32, was haben wir denn an Steinen? Stein haben wir 420, machen wir 32. F 33, gut. Jetzt machen wir es immer so mit. Und Stecke nehmen wir Ober mit. F. Egal wie viel. So, gut. Und jetzt brauchen wir euch die, die noch mal zusammenkriegen. Steinwerkzeuge. R-E-F. Wie viel sind das jetzt? 8 Steinsichel. Ja klar, alles sollte ich auch machen. Gut. Und da müsste das eigentlich für heute reichen, damit sie das ganze Getreidegedöns vom Halm kriegen. So, wir schnappen uns mal Zeug und gehen nach, wir haben Sommer, da können wir wieder neues Zeug verkaufen. Gehen wir nach Costoria. So, den Stein raus, F. Die Steinsicheln, die Stecker, die Stiefel kann man verkaufen. Was habe ich denn noch? Irgendwelchen Zeug, was man verkaufen kann. Apfelwein, F, E, F, Nummer 2 mit. Dann haben wir, doch so Brennholz will ich mal gucken, was wir da machen können.
brauchen eigentlich gar nicht so viele Bretter. Wir haben einen Haufen Bretter rumliegen. Genau, wir werden jetzt bei den die Bretter einstellen und werden fackeln, federn. Und werden Flachs, Flachshalm, Flakon gegen Gift. Wir nehmen noch ein paar Hölzer mit Fiolen mit, die verkaufen wir auch noch. Da haben wir jetzt 570 haben wir noch. F, nehmen wir noch mal die Hälfte mit, hier 293, ist egal, bestätigen. So, und jetzt nehmen wir uns noch ein bisschen Leder, die haben bestimmt schon wieder einen Haufen Leder drin, ne? KL 376, alles klar, F. Noch einmal 199, ne, dann machen wir 210. Dann machen wir 70, bestätigen. So, Kuh basteln. REF 70 Setchet nochmal. 74 werden es sogar. Achso, wir hatten ja noch Leder von den Wildsäulen drin. So, irgendwas habe ich jetzt zu viel drin. Ne? 81 Kilo, was tun wir daraus? Ich sag mal, den einen Rucksack, den kann man verkaufen, den kleinen Rucksack kann man verkaufen. Was haben wir denn drin? Den Hammer tun wir mal raus, den brauchen wir jetzt nicht. Den tun wir mal hier rein, den Steineisenhammer. Ne, den tun wir droppen. Hier in die Ecke. Sonst vermerken die den da drinnen. XEF, alles klar. Gut. Und wir laufen jetzt nach Gestürbia. Verkaufen unser Zeug und gucken mal, was der Herold von uns will. Solche Sachen erledige ich lieber sofort, ehe ich jetzt warte. Und dann ist er weg und dann hast du noch Probleme mit dem König. Nee. Der Obrigkeit müssen wir schon sofort dienen. Das war halt im Mittelalter so. Und wir sockeln jetzt mal die Eisenpfeile. F, so, falls wir unten hier, es ist neue Jahreszeit. Falls man hier jetzt irgendwelche Banditen wieder treffen. Müssen wir ja vorsichtig sein. Habe ich überhaupt eine Axt gesockelt? Nee, habe ich nicht. Habe ich eine Axt? Jawohl, die sockeln wir mal auf die 2. Falls wir uns im Nahkampf wehren müssen. Hier vorne müsste gleich der Weg kommen. So, jetzt hier ist das Gelände. Müssen wir mal. Dann nicht zu rennen, langsam. Dann gehen wir in den Hock. Hier ist ein Dachs. Halt deine Kusch. Was schnüffelst denn du hier rum? Nee, hier ist nix. Nein, hier ist nix. Unten sah es doch aus, als ob hier irgendwo ein Rundholz liegt. Nee, da ist nix. Gut. Als ob hier irgendwo Rundhölzer gelegen haben. Aber weiß, was ich gesehen habe. Alles klar. Also hier ist nichts. Dann müssen wir hier vorne auf dem. Das Viehzeug. Hier vorne aufpassen. Da oben ist jetzt ein Lager. Sind da welche drin? Nee, das ist verlassen.
sind schon wieder abgehauen. Alles klar. Gut, hier ist keiner drin. Na, mal sehen, was ihr da gelassen habt. Das können wir dann auf dem Rückweg holen, denke ich mir. Was habt ihr denn? Hier habt ihr Messer, habt ihr hier Leder, habt ihr hier Pelz, habt ihr hier. Dann liegt hier ein Bogen rum. Eine Axt, Feuerholz. Einzige, was ich aufhebe, sind Münzen. Nicht, dass die jemand anders wegfindet. Hier ist hier den Bronzepfeil. Die können wir mitnehmen. Gut. So, gut, alles klar. Hier ist nichts. Aber irgendwann müssen doch hier vorne auch wieder welche sein. Ich traue dem Frieden nicht so richtig. Nee, es sind keine da. Wunder, herrlich. Na ja, gut, können wir. Ich bin nicht unbedingt wild auf Banditen. Aber das ist halt immer eine gute Einnahmequelle. Hier liegt nichts, das haben wir das letzte Mal alles geplündert. Vielleicht können wir jetzt auch noch wieder ein paar Geschenke hier vorne kaufen. Wir müssten unserer Partie da wieder mal was schenken. So, meine Freunde, jetzt sind wir hier in Gostovia. Mal schauen, hier sitzt schon wieder mal jemand. Oh, hier sitzt ein. Wer ist das? Der Pumia. How can I help you? Can you help you? 28 ist der. Na, den können wir doch mitnehmen. Gerade bei neue Siedlung. Großartig, sehen wir uns dort. Und der Besucher Walbert, der ist 21. Naja gut, den kann ich mit so einer 29-Jährigen verheiraten. Die ist 8 Jahre älter, das ist okay. Dich nehme ich mit, komm. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Das ist ja keiner zum Mitnehmen. Alles have a good day. Gut. Ah ja, du auch. Hast du gut. Ach ja, ja, hast du gut. Ja, 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 ja. Hast schon recht. Oder? Der Kanuta. Hier ist doch eine Händlerin. Hail, alles friend. Klar. Zeig mir deine Ware. Du hast bestimmt need, Geschenke. Das siehst du. Was ist eine Kapdorga? Kapdorga. Das ist irgendwie eine Handtasche oder sowas. Hä? Nadelbüchlein. Silberne Ohrringe. Na, wir haben 17.277. Ich komme wieder, Fräulein. Mach's Goodbye. Gut. Mal sehen, wie viel. Naja, mal sehen, wie viel ich jetzt hier einnehme. How are you? Rosalinda, zeig Only mir deine Ware. Here. Ach ja, deine Best Products, die habe ich. Die verkaufe ich dir, die Best Products. Apfelwein. F. E. F. Siehst du mal. Dann habe ich Birnenwein. F. E. Nee, ja, den habe ich ja verkauft. Hätte ich bald hier noch ein paar Äpfel. My wares never disappoint. Die Bronzepfeile, die zwei, die verkaufe ich dir. Habe ich nämlich auch nicht. Dann habe ich ein einfacher großer Rucksack. Ach, der hat bloß noch 94%. Den verkaufe ich dir auch. Einfache Section. Da hast du nicht mehr so viel Geld. Einfacher kleiner Rucksack. Den kriegst du auch noch. Nicht, dass ich jetzt meinen verkaufe. Nee, gut. F, gut. Dann habe ich einfache Section. F, E. 19 Stück kannst du mir gerade abkaufen. So, dann habe ich Fleisch. Das verkaufe ich dir auch. Jetzt hast du noch 0,9. Das ist ja nicht schlecht. Alles klar, mach's gut. Es gibt hier noch ein paar Händler, die das verkaufen können. Ja, ja, und tschüss. So, da schauen wir mal.
Ach so, wir müssen erstmal den einen hier verheiraten. Die N, dann habe ich gesagt, wie alt war der? Den tun wir zur Baldwina rein, denke ich mir. Ja. Haus, Wohnhäuser, beide Baldwina. Das müsste eigentlich die letzte hier unten sein von den Solohäusern. Der Baldwina, die ist 32. Während Slot, du kriegst jetzt einen jungen Mann. Oh, jetzt ist aber die Griselda, die ist schwanger. Jetzt geht's los. Seht ihr das? Oh, die Metterika ist schwanger. Die Motilburga ist schwanger. Jetzt hat sie aber zugeschlagen, die Freunde. Der Pomir ist nicht schwanger, aber der kommt bei Dings rein. F, alles klar. Gut. Drei Schwangere habe ich jetzt gleich drin. Jetzt geht's los. Jetzt können sie nicht mehr an sich halten. Naja, gut. Alles klar. Das ist doch der Suppi. Wo ist der Zauberer? Den habe ich hier drin. Das ist der Edgar. How is life treating you? Zeig mir deine Ware. My wares never Schönes? Disappoint. Ach, laber nicht so rum. So, ich habe hier erstmal das Fleisch. F, E, F, das verkaufe ich dir noch. Dann habe ich hier eine schicke Hose für dich. Nee, halt nicht, wie kriegst du hier. Fiolen habe ich noch. Alle 293 haben, guck mal. Dann habe ich hier dieses Kupfermesser. Den stachelbesetzten Knüppel. Dann habe ich noch ein paar Stiefel für dich. Das heißt noch 0,4. Schön. Leb wohl. See you soon. Die haut aber los hier. Die Ermina. Stau, da musst du aufpassen. Du musst beiseite gehen. Bist du jetzt hier rüber gerannt? So, ist für mich so wie mir. Der hat auch Geld. Und dann die Köchin, die hat ja auch noch Geld. Hallo, so wie mir. Hello. Du hast auch Geld, gell? Zeig mir deine Ware. Only the best products here. Ach ja, immer mit euren Best Products her. Ja, ja. F, E, F. Gut, jetzt habe ich dir 33 Section verkauft. Und was ist? Geld. Alle, pleite bist du. Have a good day. Ja, ja, habe ich auch. Nachdem ich euch so Fälle oder Ohren gezogen habe, hier, euch das ganze Zeug verkaufe. Einen Spittel, den ich mitbringe, verkaufe ich euch. How are you? Also Lina, na ja, zeig mir deine Ware. Best goods gucken, in the was du hast. Ach ja, du hast Geld für Section F, E, F. Hast immer noch 569. Na ja, gut. Dann gucken wir mal. Ich habe aber hier noch ein Kirschwein für dich. Du bist in der Küche, da kannst du den Kirschwein verbrauchen. So, dann habe ich noch für dich Verdorbenes kriegst du nicht. Roh brauchst du auch nicht. Steinpfeile brauchst du nicht. Die Weinflasche kann ich dir verkaufen, die ich gefunden habe. So, jetzt habe ich 22.939. Da kann ich jetzt aber schön einkaufen. Den Fischbär. Brauche ich nicht. F, verkaufe ich dir. Ist sowieso nicht. Sowieso nicht mehr 100%. Gut, das war's. Verdorbenes von. Was habe ich denn die 6? Ach, das habe ich ja gefunden. Alles klar. Oder wo kommt das? Ja, keine Ahnung. Und tschüss, mach's gut. Und jetzt gehe ich groß Geschenke einkaufen und frage mal den Kollegen, den Kasper hier, den, naja, wisst ihr nicht mehr, den Herold. Hm. So ein buntes Ding an so einen alten hässlichen Strohhut auf. Mironik. Na gut, Mironik. Sei gegrüßt, ich bin hier im Auftrag seiner Majestät König Konstantin des Ersten, der Beliebte. Ich habe eine Aufgabe für die Menschen in diesem Tal. Was will der König? Nach den schrecklichen Dürre, die uns in jüngsten Zeit heimgesucht hat, breitet sich nun eine Hungersnot im gesamten Königreich aus. Auf Anordnung des Königs sollen alle, die etwas Nahrung entbehren können,
den bedürftigen Dörfern helfen. Wir helfen, so gut wir können. In Ordnung, danke, wunderbar. Ich erwarte deine Lieferung. Wenn du nicht alles hierher tragen kannst, denke daran, dass du es auch in deinem Lager lassen kannst, wenn du eines besitzt. In diesem Fall musst du mir nur Bescheid geben, dann werde ich alles abholen lassen. Perfekt, machen wir so. Große Hungersnot. Gut, egal. Was hast denn du? Was willst du denn von mir? Da gucken wir mal in J. Große Hungersnot. Was will er denn? Mehl. 200 mal Mehl und 20 Fleisch. Ne, das kriegst du von mir. Mehl? Die müllern doch. Mehl haben sie auch noch nicht. Diese Quest verfällt in 5 Jahren. Alles klar, alles klar, alles klar. So, mein Fräulein, wo bist du denn? Meine... Was denn? Holst du eine Birne raus? Ich will mit dir handeln und du futterst jetzt eine Birne? Ach, die willst du mir geben, oder was? Nee. Ich hab gedacht. Hail, friend. Fix hast du sie weggesteckt. Ich will nicht dran beißen. My wares never disappoint. Silberne Ohrringe kaufe ich dir erstmal ab. Dann kaufe ich dir die Bernsteinkette ab. Den goldenen Ring. Ich kaufe dir alles ab. Gut, ich habe jetzt trotzdem noch 18.819. Ich habe mir alles abgekauft. Mach's gut. See you soon. Susan, ja, ich habe jetzt Geschenke für meine Frau ohne Ende. Gut. So, jetzt laufen wir nochmal hinüber nach Dings, nach Borobor. Ne, da können wir mal durchschwimmen, damit wir wieder sauber werden und was trinken. Schwimmen wir mal hinüber. So, nochmal schauen wir mal. So, ich guck mal, ob ich hier jemanden finde. Einen jungen Mann, das sieht nicht so aus. Oh doch, da sitzt er. Zwei sitzen hier. So, wer bist denn du? Der Gottfried. How can I help you? 26, der kann auch eine 32-Jährige nehmen oder eine 29-Jährige. War doch meine neue Siedlung. Gut, sehen wir uns dort. Gut. Und wen haben wir hier? Hey, old friend. Der nee, du bist doch nichts für mich. Alles klar, Lebo. Die Milena, die ist doch bestimmt jung. Die sieht ja recht jung aus. 22. Du kannst auch nicht zu mir mitkommen, schade. Tschüss, have a good day. Ja, die mit den Klüpschohren, die kannst du bestimmt mitnehmen. Ja. How can I help you? Ah, wusste ich. Nee, die will ich nicht. Ich wollte eigentlich die Hübsche haben. Und nicht goodbye. Dich. Nee. Ach, good day. Und der hier schläft schon wieder, oder was? Der Gerwazzi. Mal sehen, was mit dem ist. Den kann ich auch nicht treating you? Du bist ein Schlafmütze, bist du. Weißt du das? Have a good Schlaf day. Weiter. Ah ja. Wer bist du? Die Leopolda. Ich brauch deine Birne nicht wegstecken. Ich will sie nicht wegnehmen. How are you? Zack, steck sie hier Birne weg. Nee. Ich nehme mal nicht mit, oder? Ich hab doch noch was frei. Ah ja, gut, ich nehme dich mit. Großartig sehen wir uns dort. Alles klar. Ich habe noch ein Haus frei. Oder soll ich die dann auch mitnehmen, die hässliche? Sonst bleibt die sowieso bloß hocken hier. Mal gucken, wie viel Eis ich noch hab. So, ich habe noch zwei Häuser frei. Alles klar. Und jetzt schauen wir mal, wo ich meine Leute unterbringe. Mal gucken erst einmal. Ich habe die Zwehr. So, da habe ich gesagt, zur Gerada stecken wir einen rein. Das müsste hier sein. F, das ist die Gerada, die ist 29. Leeren Slot. Da haben wir den Gottfried, der ist 26. Haben wir noch einen mitgenommen? Ja, gell? So, nee, wir haben bloß den Ehemann mitgenommen. Bloß den Ehen. Na ja gut, da stecken wir den Gottfried ein. Oder stecken wir den erstmal zur Zugmunder und Baldwina. Das geht. Gut, 29 Jahre sind fit noch vielleicht eher.
zur Baldwina. Wir haben, das müsste... Baldwina, wo ist denn die? Haben wir die alle schon unter der Haube gebracht? Hä? Nee, der Zugmunda hier. Alter, da müssen wir doch der Baldwina schon unter der Haube gebracht haben. Denn es sind bloß noch die Zugmunda mit 32. F, du kriegst jetzt den Kollegen, den Gottfried mit 26. Gut, alles klar. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch, das habe ich irgendwo nicht richtig Buch geführt. Zwei Häuser haben wir frei. Und wir haben noch eine Solo-Dame. Das ist die Gerada. Alles klar. 29. So, alles klar. Und da ist denn die junge Frau, die wir nur noch geschickt haben. N. Haben wir doch noch eine losgeschickt. Ja, also die Leopolda, alles klar, die kriegt erstmal ein Haus. F. Leeren Slot zuweisen. F, die kriegt so ein einfaches Haus, genau. F, alles klar, gut. So, und wen habe ich jetzt noch? Jetzt müssten sie alle weg sein, da kann ich doch die... Ich sag's nur so, ich bin mal zu frech hier, die hässliche auch noch mitnehmen. Die Ivona. Naja, die hat so richtig klübsch auch. Mädel, Mädel, Mädel. Wenn ich dich jetzt nicht mitnehme, du kriegst sowieso keinen ab. Also. Hey, Friend! Ja, ja, nehme ich dich auch noch mit. Komm. Sehen wir uns dort. Gut. Oh, jetzt wird's schon dunkel. Die Feuer gehen schon an. Und ich werde da, ich sag mal, ich verabschiede mich mal schon von euch. Sind nur unter 40 Minuten geworden. Aber ich schneide ein bisschen was zurecht. Und wir sehen uns nächsten Abenteuer wieder. Ich werde nur noch meiner Leopolda hier ein Haus verpassen und laufe nach Hause. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Abenteuer. Jetzt sind wir eigentlich durch mit unserem Rekrutieren. Da müssen wir jetzt noch neue Wohnhäuser bauen. Alles klar. Tschüss.